Heute gehen wir in die Arena von Ryono City mit endgeiler Musik, die ist hier am Start. Weltklasse, Ryono Musik, endgeil, wirklich. Ja, im letzten Part haben wir hier schon einen Arena-Trainer besiegt. Und dabei haben wir gemerkt, dass das Ganze doch etwas länger dauert, als es noch in den vorherigen Part hineinzuquetschen. Also fahren wir jetzt ein bisschen Achterbahn. Den ersten Trainer können wir uns natürlich sparen. Ja, wann kommt denn der Wagen hier? Jetzt ist er da. Dauert ganz schön, ja. Ein bisschen Zeit muss man hier also auch mitbringen. So, hier gegen sie haben wir schon gekämpft. Die hatte zwei Emolgas. Gegen die sah es ein bisschen schlecht aus, ne? Das hat echt lang gedauert. Vor allem, weil das Ding immer Doppelteam eingesetzt hatte, ne? So, wir haben die Weichen umgestellt. Die Achterbahn fährt jetzt eine andere Route. Ja, lass den Wagen gleich hier. Wir steigen ein. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ah, hier entlang, alles klar. Hier können wir aussteigen. Da vorne wartet der nächste Trainer oder die Trainerin auf uns. Was ist es denn? Es ist ein mir gegrüßt, Herausforderer. Meine Eltern sind stinkreich. Ich würde jetzt nur ungern mit dir tauschen. Ja, musst du ja nicht. Musst du ja nicht, ja? Ich verdiene mir mein Geld selbst. Das ist Schnösel Arndt Eliseber. Oh, sehr schön. Endlich kann der Buddle King hier zeigen, was er kann. Aber es ist Level 25. Es gibt ordentlich Erfahrungspunkte, hoffe ich doch. Wir auch auf 25. Wir gehen auf Schaufler. Und hoffen, dass wir hier richtig geilen Schaden machen können, ja? Nitro-Ladung. Oh, Alter. Ja, zum Glück haben wir den Typ Stahl noch nicht, ja? Da kommt er dann, glaube ich, bei der Entwicklung dazu. Und das ist ein One-Shot geworden. Nice Geschichte. 222. Jawohl, Trevor auf 25. Sehr nice, jetzt gibt es erstmal was Geiles zu sehen, direkt zum Partbeginn. Also, jetzt geht es rund, unser Schallquab entwickelt sich erstmal, wird auch höchste Zeit, ja. Mit Level 25 entwickelt sich das ja verdammt spät, ja. Normalerweise ist ja auf 16, 17, 18, ja, so die gängige Regel, dass sich da die Pokémon entwickeln. Aber nicht dieses Ding, die Kaulquappe braucht ein bisschen länger, bis sie zu Mebrana wird. Kommt jetzt ein Move dazu? Irgendein starker Move? Nein, gar nichts. Tote Hose hier. Okay. Na gut, dann stellen wir die... Wir könnten jetzt hier wieder in den Wagen steigen. Oder aber gleich alles umstellen, ne? Kommt, ja, kommt denn hier überhaupt ein Wagen? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Wir haben die Weiche umgestellt. Alles klar. Ja, und was wird denn jetzt nun hier? Jetzt ist er da. Und da wartet gleich direkt der nächste Trainer. Na, hat dir die Achterbahnfahrt Spaß gemacht? Hey, Junge, jetzt ist der Wagen weitergefahren. Müssen wir erstmal kämpfen. Ja, aber das hat der Guido am Anfang natürlich gesagt. Dass wir hier auch andere aus den Wagen, aus den Wägen rausziehen. Erstmal kämpfen müssen und dann weiterfahren können. Ne? Auch eher ein Eliseber auf 24. Auch das ist kein Problem. Wir bleiben hier direkt bei Schaufler. Solange es kein Emolga wird, ist alles gut. Aber ich habe echt die dumme Befürchtung, dass Arenaleiterin Carmilla hier ein Emolga hat oder irgendwie sowas, gegen das wir halt rein gar nichts in der Hand haben, ne? Rein gar nichts. Aber gut, das ist jetzt erstmal Schnee von übermorgen, ja? Wir kämpfen jetzt erstmal gegen zwei Elisebas und die bekommen wir locker hin, ja? Beide auf 24. Sehr schön. Der Schaufler regelt das hier. Sehr starker Move für das Level. Auf jeden Fall ultra geil, wie viel Schaden wir hier machen können. Kann man sich echt nicht beklagen, so zeitig so eine geile Attacke zu erlernen. Die dauert halt zwei Runden, aber in der einen Runde nimmst du halt keinen Schaden. Wenn wir schneller sind, ist alles in Butter, ne? Alles läuft da wie geschmiert. So, also wie du kämpfst, musst du dich auch nicht mal vor Carmilla verstecken. Ebenso elegant und schön wie sie. Ja, da werde ich doch gleich Rotmeister. So, jetzt fahren wir weiter. Auf der gelben Strecke sind wir unterwegs. Wo müssen wir aussteigen? Uiuiui, ja. Krasse Sache. Ja, haben sie sich echt was einfallen lassen hier damit. Achso, wir müssen hier erstmal was umstellen. Nur wenn die Strichelinien bis zu uns kommen, dann fährt die Bahn wahrscheinlich auch zu uns, ja. Die Achterbahn, ja. Genau, jetzt ist sie hier. Wieder eine Trainerin. Bald stehst du hier gegenüber, der Arenaleiterin von Ryono City. Aber zuerst musst du noch an mir vorbei. Okay, ist also bald soweit. Ja, wir sind aber erst bei 4 Minuten, ne? Das wäre jetzt ein bisschen knapp. Da hat die erste Trainerin oder der erste Trainer am längsten gedauert und der Rest vom Schützenfest ging hier flotte Lotte, Lady Colette. Mit Koteletten am Start. So, was hat sie? Oh nein, nein, Emolga.
Bitte lass es kein Doppelteam spammen, ja? Geht schon gut los, geht schon gut los. Direkt erste Runde Doppelteam, ja? Schaufel hat ja keine Wirkung, das Ding. Weiß nicht, hat Schwebe oder sonst was und das macht einfach keinen Schaden, ne? Das ist sowas von räudig, ja? Wir können aber hier keinen Flug, kein Wasser reinschicken, ne? Oder haben wir den Typ Boden schon mit dabei? Ja, Wasser, Boden. Wow, eigentlich hätten dann Elektro. Aber wir haben halt nichts sehr effektiv. Jetzt habe ich aus Versehen auf Tauschen gedrückt, ne? Wir haben aber hier halt nichts sehr Effektives in der Hand. Wir hätten Superschall. Wir könnten ein bisschen rumnerven, ne? Das Ding spammt das zweite Mal Doppelteam, ne? Das wird echt scheiße, du. Das wird echt scheiße. Fluchtwert steigt. Wasserring. Aufruhr. Blubstrahl. Ja gut, Blubstrahl hätten eine Aufruhr, ne? Wasser gegen Elektro wird jetzt nicht so geil sein. Es geht auf Verfolgung, genau. Lass den Spam von Doppelteam mal schön sein. Aufruhr trifft aber nice, ne? Yeah, yeah, das macht guten Schaden hier, jawohl. Dann ist Mebrana hier vielleicht der King gegen Emolga. Fluchtwert steigt. Ah, jetzt ist es fehlgeschlagen, das ist nervig. Schade, ne? Ja, wir müssten noch einmal treffen, dann hätten wir es, denke ich. Verfolgung halten wir aus, ist okay. Wehrt die Attacke wieder ab, die Sau. So, gleich nochmal. Verfolgung halten wir aus. Okay, ne? Und das Ding kann Elektro gegen uns nicht einsetzen, ne? Es, wie oft soll es denn jetzt noch fehlschlagen, Meister? Das kann es ja wohl nicht sein. Der nächste Doppelteam-Spam, Alter. Wir bräuchten hier eine Attacke, die halt immer trifft, aber haben wir leider nicht. Sowas wie Finte oder sowas, ne? Nur halt in Elektroform, aber gibt's, glaube ich, nichts. Ey, das Ding nervt ultra rum, ja? Fluchtwert ist auf plus 100. So, Aufruhr. Yes, jetzt ist es down. Endlich ist die Sau weg hier. 844 gibt das. Echt starke Leistung hier. Nice Geschichte. 4000 Poké-Dollar. Lass es. Das kann sich sehen lassen, du, ne? So, wir können weiterfahren. Direkt einsteigen. Der Wagen ist da. Wo kommen wir denn jetzt raus? Erstmal Looping fahren. Nice. Oh. Wir sind schon da. Wir sind schon bei Camilla. Okay. Jo, dann würde ich aber noch mal ein bisschen voll heilen, ne? Hypertrank auf jeden Fall. Ja, Hypertrank, ne? Quatsch. Haben wir hier einen Supertrank? Oder irgendeinen Trank? Supertrank haben wir hier. Ja, komm, 6 Stück. Pack den einen auf den Trevor, dann ist alles gut. Der Rest ist full life. Würde ich sagen, leaden wir mit dem Buddle King. In der Hoffnung, dass sie jetzt als erstes keinen Emolga hat. Na, dreht sich bei dir von der rasanten Fahrt schon alles im Kopf? Gleich werden dich meine geliebten Pokémon richtig schwindelig machen. Ah ja. Ja, das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf Doppelteam, ne? So richtig schön schwindelig im Kopf oder Superschall, ja? Das ist Leiterin Camilla mit drei Po... Emolga. Drei Pokémon. Ganz und gar nicht geil hier. Überhaupt nicht. Aber das auch auf Level 25 bekommen wir also auch hin. Wir wechseln gleich wieder aus in den Trevor. Der macht mit Aufruhr recht soliden Schaden. Also da sind wir recht safe unterwegs. Wenn wir treffen, ne? Wenn wir treffen. Aeroas. Okay, das Ding hat Aeroas. Das macht guten Schaden, ne? Aufruhr. Jawohl, jawohl, jawohl. Das Ding geht nicht auf Doppelteam, ne? Das ist schon mal geil. Macht aber auch heftigen Schaden gegen uns, ja? Ja, das ist noch ein grüner Bereich, ne? Das ist noch ein grüner Bereich. Wieder Aeroas. Das Ding scheint ein bisschen stärker zu sein. Das ist schade jetzt. Ah, Trevor ist in Aufruhr. Und die Alte geht auf einen Hypertrank. Wenigstens trifft der Aufruhr. Der ging ja 3 Runden. Gleich nochmal. Ah, Mann. Ja, komm, wenn sie einen Hypertrank einsetzt, machen wir halt auch mal Full Life, ne? Oder gehen wir woanders hin? Bringt das was? Mit 9 KP haben wir halt nichts in der Hand, ja? Auf was geht sie denn? Aeroas? Wenn sie jetzt auf Aeroas geht, aber mit der Brieftaube, machen wir halt keinen Schaden, ne? Dann haben wir Windschnitt, Scanner, Ruckzuckhieb. Mit Ruckzuckhieb könnten wir Schaden machen. Oder hier mit Grasmixer halt. Grasmixer Tackle. Egelsamen. Ja, vielleicht gehen wir in das Pflanzen-Pokémon rein.
Das kann immerhin von Elektroattacken nicht sehr effektiv getroffen werden, ne? Anders bei unserem... Ja, das wollte uns jetzt K.O. hauen, ne? Ja, aber Ruckzuckhieb ist okay, ne? So, was ist jetzt hier besser? Grasmixer? Ach, verdammt, Aero-Ass habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ne? Oh, Meister. Sehr schlecht, ja? Überhaupt nicht dran gedacht. Überhaupt nicht dran gedacht. Scheiße, ne? Das ist ganz große Scheiße. Ne? Wir gehen jetzt wieder down. Und, so, da teilen wir die Erfahrungspunkte bald durch 4. Oder jetzt durch 4. Ich denke mal, jetzt kommt noch ein Aero-Ass. Was eine Sau hier. Was eine Sau. Und das ist das erste Pokémon hier, Aero-Ass. Überhaupt nicht dran gedacht, dass das hier Aero-Ass drauf hat. So, jetzt hier Ruckzuck gibt. Aber es wird nicht ganz reichen, ne? Na, es überlebt noch. Statik, genau. Das fehlt noch, die Paralysen, ne? Voltwechsel, ja. Voltwechsel kommt. Macht guten Schaden. Wir sind jetzt... Er sie ruft ihr Emolga erstmal schön zurück, ne? Oh, ist nicht der Ernst, dass sie noch ein Emolga... Hat die drei Emolgas? Aber das wäre alles andere als lustig, ne? Das wäre ja alles andere als lustig, ne? Na, Junge, da brauchen wir. Da ist ja auch unser Boden-Pokémon völlig useless, ne? Der macht damit Metallklaue absolut gar nichts, ne? Supertrank 50 KP. Sind wir bei 59. Ja, nee, da wird es doch lieber schon gleich auf den Hypertrank hinauslaufen, ne? Trevor ist mit Aufruhr, denke ich, hier der Dude, der es hier reißen kann, wenn hier kein Doppelteam gespammt wird, ja. Voltwechsel wird jetzt reichen. Navitaub, gern down gehen, ist okay. Hat ein bisschen was ausgehalten, ja. Das eine Emolga wird zurückgerufen und sie schickt wieder. Okay, das schickt sie rein. Ja gut, das könnten wir hinbekommen. Das müssen wir ja nur noch K.O. hauen, ja. Da fehlt nur noch der Finisher. Gehen wir auf Aufruhr. Einen zweiten Hypertrank. Ja, ja. Wie viel hat sie denn? 50.000 oder? Au, Volltreffer. Ja, geile Sache hier. Aero-Ass, ja. Halten wir aus. Halten wir aus. Das ist okay. Erstes verdammtes Emolga geht down. Ah, ist schon mal was. Und das reicht hoffentlich für 26, ne? Yes. Komm, lass die Stats ordentlich steigen. Naja. Angriff plus 2, Init plus 2. Immerhin machen wir ein bisschen mehr Schaden jetzt, ja. Budelking auch auf 26, aber das bringt uns jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel. Aber Schlitzer hier, jetzt nimmt das Ding Fahrt auf, ne? Schlitzer, 70er Stärke, hohe Volltrefferquote, geiler Shit hier für die Lebensschelle, packen wir den rein. Jetzt, das kommt wie gerufen, ne? Das kommt wie gerufen, also wenn Trevor nicht mehr kann... Kommt der Budelking aufs Feld und räumt hier richtig auf mit Schlitzer, ne? So, ja, gut. Wir müssen wieder ein Aero-Ass einstecken, aber das halten wir noch aus. Aufruhr. Macht okayen Schaden. Trevor beruhigt sich. Könnte nochmal was überleben. Er könnte nochmal was überleben, ne? Ich denke, Blutfall würde ohnehin weniger Schaden machen, deswegen gehe ich hier auch auf Aufruhr. Also, hier sind die hier Elektro-Pokémon. Was wollen wir da mit Wasser anfangen, ne? Ja gut, es geht jetzt down, der Trevor geht down. Aber wir haben jetzt den Budelking mit Schlitzer. Ja? Das kommt jetzt bestimmt richtig heftig, ja. Hier, Schlitz das Ding auf. Es ist zwar schneller, aber eine Flugattacke gegen Boden. Ja, war normal effektiv, aber Junge, Junge. Und die Statik, ne? Ja, das hat jetzt mehr Schaden gemacht, als ich dachte, ja. Zebritz. Oh, ja, nice. Das sollten wir hinbekommen, ne? Ich habe schon gedacht, da kommt jetzt noch ein drittes verdammtes Emolga, aber das ist die Weiterentwicklung vom Elisebal. Aber es ist auf 27. Naja, jetzt können wir auf Schaufler gehen. Sind aber langsamer. Er ist ruckzuck. Ja, ist okay. Halten wir aus, wir vergraben uns in der Erde, aber es wird ja wahrscheinlich kein One-Shot werden, ne? Muss man einfach ganz klar sagen, das wird nicht reichen. Es reicht. Camilla ist fucking down. Ja, so muss es sein. Jawohl, Level 27. Gönn dir das. Budelking, feine Sache hier. Init wieder plus 2, Angriff plus 2. Der ist auf 60.
Ja gut, weil die physische Verteidigung halt auf 26 ist. Da ist gar keiner zu Hause, deswegen haben wir so viel Schaden einstecken müssen. Aber nice Sache, wir haben Leiterin Camilla besiegt. Geiler Shit hier. So. Sehr schön, ja. Wahnsinn, ich bin hin und weg von deinem Kampfstil. Du bist ja wirklich ein toller Trainer, ich bin beeindruckt. Hier, das hast du dir verdient. Den Orden von Ryono City von Camilla überreicht. Ist der dritte oder vierte, ja? Der vierte schon. Oh, Halbzeit. Halbzeit ist hier schon. Alles klar. Den Voltorden von Camilla. Zusammen mit dem Voltorden hast du jetzt 4 Orden. Das heißt, Pokémon bis Level 50 hören auf dein Kommando. Ach ja, das hier ist meine Lieblingsattacke. Probier sie doch mal aus. Voltwechsel, ja, haben wir schon gesehen jetzt gegen sie. Hatten wir gesehen, ich dachte schon Doppelteam, ne? Voltwechsel ist echt praktisch, nachdem es den Gegner angegriffen hat, wird das Pokémon ausgewechselt. Das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du nur mit einem Pokémon kämpfst. Als nächstes geht's wohl nach Maria City, ja? Da gibt's schließlich auch eine Arena. Oh, aber da kommt man ja gar nicht hin, keine Bange. Ich werde dafür sorgen, dass deine Reise weitergehen kann. Warte auf Route 5 auf mich. Maria City ist unerreichbar. Okay. Aber sie will uns helfen, ja, das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht geht es auch storymäßig noch ein bisschen weiter. Wir müssen aber ohnehin erstmal noch in der restlichen Stadt ein bisschen Ausschau halten. Nach ein paar NPCs, die uns vielleicht was schenken wollen. Ein bisschen was haben wir im letzten Part schon gemacht. Aber erstmal gehen wir heilen. Vergnügungspark haben wir abgeschlossen. Hatten wir im letzten Part gegen Trainer N gekämpft. War auch sehr interessant. Die Riesenradfahrt war auch richtig cool. Hier die Kampfmetro haben wir zum Beispiel noch. Da waren wir gar nicht drin. Da lohnt es sich vielleicht nochmal reinzuschauen, ja, bevor wir weitergehen. Ich wollte aber nochmal schnell auf der Karte schauen, wo überhaupt Maria City liegt, also in welche Richtung wir gehen müssen. Sehen wir jetzt gleich. Schwester Joy, vielen Dank für Ihre Dienste. Wir sehen uns bald wieder. Einmal raus, die Karte aufschlagen. Ist, glaube ich, registriert, ja. Y, Karte, hier ist sie. Ja, nee, Schwarze Stadt, Route 15, Wunderbrücke, Hain der Täuschung. Da geht es definitiv noch nicht hin, da werden wir auch gar nicht weiterkommen. Ne? Wir müssen hier Route 5, Maria Zugbrücke, okay, Maria City. Eine geschäftige Hafenstadt, auch als Tor zur Einalregion bekannt. Elektrolithöhle, Panaero City, auch jede Menge außergewöhnliche Orte. Turm des Himmels hier, der Wendelberg, die Panaero Höhle, die Drachenstiege, Ferula. Moor von Nevaio. Ja, also hier kommt noch epischer Shit auf uns zu. Ja, die Kontaktebene hätten wir hier auch noch. Wird richtig spannend, Freunde. Doch jetzt machen wir erstmal noch was anderes. Wir schauen jetzt mal in der Kampfmetro vorbei. Siege habe ich eingefahren, aber auch Niederlagen kassiert. In der weichen Station erwarten dich Züge voller Trainer, mit denen du kämpfen kannst. Willkommen in der Kampfmetro. Du bist doch ein Trainer. Nimm dies, ich bestehe darauf. Was ist das? Die Kampfkamera, alles klar. Joa, braucht man die jetzt? Weiß ich nicht. Wenn du eine Kampfkamera hast, kannst du Kämpfe gegen deine Freunde oder an der Kampfmetro aufzeichnen. So, das, die mysteriöse Unbekannte macht sich jetzt auf und davon. Genau. Sie macht sich auf zum Haus der Prüfung. Ah, du darfst da rein? VIP oder was? Ich durfte nicht, ja? Ich durfte zwar rein, aber nicht kämpfen. Soll das wiederkommen, wenn ich verdammt stärker geworden bin? Also wahrscheinlich, wenn wir der Liga-Champ sind. Zu den Kampfmetro Weichenstation. Gibt ja auch irgendeine Erklärung, wie das hier funktioniert? Das hier ist die Weichenstation. Von hier aus kannst du die Kampfmetro benutzen. Alles klar. Ah, du sag noch mal. Wie stellst du dich vor einem Kampf vor? Ah, wie stellst du dich vor einem Kampf vor? Okay. Was sagst du bei einem Sieg und was bei einer Niederlage? Verrate es mir erst bitte. Bei einem Sieg muss ich dem jetzt hier irgendwas sagen? Ja, okay, danke. Ja, danke. Nein, verrate ich dir nicht. Lass mich. Noch ein. Weiß nicht, was der ist. Wie der Name ja schon sagt, treten in diese U-Bahn Trainer zu kämpfen an. Ja, das habe ich auch schon gehört. Karate-Meister. Die Kampfmetro hat insgesamt 7 Linien. Aber anfangs kannst du nur 3 Linien benutzen. Einzel-, Doppel- und Multiline. Okay. Ah, hier stehen Erklärungen, ne? Die Einzellinie.
Die Super-Einzellinie wahrscheinlich noch nicht nehmen. Die Doppellinie, ja, die können wir auch einzeln und doppelt geht. Super-Doppel, die Super-Dinger gehen halt wahrscheinlich noch nicht. Bahnsteig für Züge nach Ferula. Okay, aber da können wir wahrscheinlich auch nicht hin, ne? Oder? Okay. Hier haben wir erstmal schön Abfalleimer, aber der ist leer. Hier ist der Bahnsteig für alle Züge nach Ferula. Und darf ich fahren? Möchtest du in den Zug nach Ferula? Ja, geht das? Was ist denn eigentlich Ferula? Irgendeinen Ort hatten wir gerade auf der Karte gesehen. Aber was dort Phase ist, ne? Wir sind in Ferula angekommen. Okay. Und was gibt's hier? Der Abfalleimer ist leer. Der Abfalleimer ist leer. Ein U-Bahn-Plan der Einalregion. Alles klar. Ja, nettes Detail hier. Nettes Detail. Was können wir hier machen? Eine hübsche Melodie ist in der ganzen Stadt zu hören. Alles klar. Na, sowas. Du interessierst dich ja auch so für Züge. Ja. Gut, dann will ich. Was willst du? Hier haben wir es mit einem Zug, der Super Multiline zu tun. Es handelt sich dabei um einen ganz neuen Zugtyp. Die Beschleunigungs- und Abbremsphasen wurden entsprechend verbessert. Außerdem wurde ein automatisches Zugkontrollsystem eingeführt. In diesem Experimentalzug stecken nur die allerneuesten Technologien. So wurden zum Beispiel Rekuperationsbremsen verbaut, um das Neigesystem verbessert. Und dazu kommt noch die Integration eines Erdbebenwarnsystems und einer Tornado-Überwachungsanlage. Manches mag ein wenig übertrieben klingen, aber es ist nun mal ein Experimentalzug. Alles klar, vielen Dank. Viele Züge kommen nach ihrer letzten Fahrt hierher, um sich hier auszuruhen sozusagen. Ja, haben wir gesehen, ne, hier. Sehr viele Weichen. Ferula, Dreh- und Angelpunkt des Schienenverkehrs. Alles klar. Diese Melodie, die das Mädchen auf der Brücke spielt, das ist das gute Nachtlied für die Züge, die hier schlafen sozusagen. Itemradar, lohnt er sich hier anzumachen? Ah, oh, hier oben gibt's was, oder? Ein Hyperball, ja, immerhin. Ferula, mysteriös angehaucht, die Heimat der Züge, der Zugbahnhof. Hier oben gibt's gar nichts, okay. Ja, ein Häuschen, zwei Häuschen hätten wir hier. Drei Häuschen und der Opa. Am Wochenende kommen viele Menschen hierher, um die Züge zu bestaunen. Ja. Schöne Sache, nicht wahr? Am Wochenende kommen viele Menschen hierher, um diese Züge anzusehen. Okay, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Am Wochenende kommen immer Leute her, die das Item-Sternstück sammeln. Das tauschen einige von ihnen dann auch wieder gern gegen andere Items. Bei so vielen Sammelbegeisterten kommt sicherlich auch jeder auf seine Kosten. Interessant, interessant. So, wer wohnt denn hier noch? Gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Aus irgendeinem Grund muss es ja hier die Stadt geben, ne? Oder das Dorf, den Zug, Bahnhof, die Zugheimat. Na nun, wen haben wir denn da, wenn das mal kein Pokémon-Trainer ist? Ich bin Eisenbahner und in der Kampfmetro beschäftigt. Hast du eventuell schon mal bei uns vorbeigeschaut? In der Kampfmetro geht's rund. Da finden Kämpfe am laufenden Band statt. Das einzige Dumme ist, dass die Leute so sehr auf ihre Kämpfe konzentriert sind, dass sie ständig irgendwelche Sachen liegen lassen oder verlieren. Ach ja, hierauf hat niemand Anspruch angemeldet. Bitte, für dich. Ja, ein Sonderbonbon. Immerhin, hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Sonderbonbon kann man immer gut gebrauchen. Vielen Dank, Meister, vielen Dank. Die Abfalleimer werden überall leer sein. Im vorherigen Haus war auch einer, haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Wird aber wahrscheinlich nichts weiter los sein, ja? Genau wie hier. Ferula ist ja berühmt für seine Zugdrehscheibe. Die hast du sicher von der Brücke aus gesehen, oder? Hab ich. In so einen Zug passen schon eine ganze Menge Passagiere, nicht wahr? Eine ziemlich große Verantwortung, die da auf den Schultern der Zugführer und der Leute liegt, die für die Wartung und Instandhaltung zuständig sind. Ja, das war's mit Ferula. Ein Sonderbonbon, ein Hyperball. Schönen Ausblick auf die Drehscheibe. Würde ich sagen, fahren wir wieder zurück. Ja, mehr können wir hier jetzt nicht tun. Wie kommen wir denn wieder rein? Ja, wir steigen ein. Wir fahren zurück nach Rayono City in die Kampfmetro. Wir sind bei 24 Minuten. Ich weiß ja nicht, wie lange so ein Zug dauert. Einzellinie, die Einzelkampflinie. Müssten wir mal schauen. Na?
So, wir haben noch gar nicht weitergeguckt. Bahnsteig für Züge nach Ferrulla. Super Multilinie. Die Multilinie. Die Wi-Fi-Linie gibt es auch noch. Vorübergehend außer Betrieb. Ja, mach dich vom Ackermeister. Die Einzellinie. Ja, komm, wir schauen mal rein, was wir hier machen können. Hallo, willkommen in der Tauschecke. Möchte AGP kann man hier. GP kann man hier sammeln. Katapult, Kanon, Angeberei, ATMs. Ja, sehr schön. Explosion, Alter, Psycho Plus. Was gibt's bei ihr? Auch die Tauschecke. Was gibt's da noch bei anderes? Hier, ganze EV-Training am Start, ja. Nice Items. Toxic Orb, Heiß Orb. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert, hier die GPs zu sammeln. Schlauglas, Wahlglas. Also richtig nice Shit hier am Start. Und da kann man jetzt schon rein. Willkommen in der Kampfmetro. Hier geht's zur Einzellinie. Wir steigen mal ein. Wähle die Pokémon, die teilnehmen sollen. Teilnehmen. Teilnehmen. Drei Pokémon wahrscheinlich, ja. Trevor ist eigentlich recht nice. Drei Pokémon. Okay, wir nehmen mal teil. Ja. Wir schauen uns den ganzen Spaß mal an. Wir müssen auf jeden Fall speichern. Und dann geht's ab. Ist wahrscheinlich so ähnlich vielleicht wie der Duellturm aufgebaut. Ja, wir schauen mal, ne? Also, viel Erfolg in der Einzellinie. So, wir kämpfen jetzt im Zug. Ja, wollen wir hoffen, dass wir nichts kaputt machen. Wenn ich groß bin, möchte ich Porsche werden und die Pokémon studieren. Sehr schön, wir kämpfen jetzt im Zug. In der Einzellinie. Gegen Schulkind Florian. Alle drei Pokémon am Start. Start. Molly Morba hat er. Ich habe schon gedacht, Alter, auf Level 50, ne? Aber meins ist ja auch auf Level 50. Also alles gut hier. Alles safe. So, Molly Morba. Was macht man dagegen? Vielleicht ein Volltreffer? Nur immerhin mehr als die Hälfte. Bizarro-Raum. Langsamere Pokémon greifen jetzt zuerst an. Also werden wir jetzt outspeedet. Mit Psystrahl. Okay, Psycho-Move gegen Boden. Spezial stehen wir ein bisschen besser da. Es war ein Volltreffer. Gut, muss man auch sagen. Und die Alte überlebt das einfach mal. Aber den Budelkin könnten wir tatsächlich noch gebrauchen, ne? Wir werden den rein. Vielleicht hält der das aus. Wenn der Bizarro-Raum weg ist, sind wir wieder schneller. Ja? Budelking ist schon mal ein schnelles Pokémon. Könnte also nochmal Schaden rausdrücken. Ja? Psystrahl. Gehen wir. Tackle müsste reichen. Ja? Und da ist es auch schon weg. Jawohl, hätten wir es geklärt. Was schickt er jetzt rein? Ein Ignivor. Auch ein interessant. Ist das nicht ein Feuer-Pokémon? Sieht ein bisschen so aus, ne? Ja, gehen wir lieber auf Trevor, ne? Man weiß nie, was kommt. Keine Ahnung. Geht das mit Ramot zusammen? Nein, ne? Keine Ahnung, was Ignivor? Was hat das jetzt eingesetzt? Die verdrehten Dimensionen sind wieder normal. Wir gehen auf Blubstrahl. Das ist ein Käfer, oder? Ist ein verdammter Käfer und der haut uns fast von den Latschen, Alter. Das, ja gut, das ist sehr effektiv. Wahrscheinlich auch Feuer, ne? Aber ein Pokémon muss jetzt down gehen, ne? Ein Pokémon muss jetzt down gehen. Müssen wir mal schauen. Da muss halt der Trevor down gehen, ne? Das beißt die Maus jetzt hier keinen Faden ab, ne? Wir sind halt nicht schneller. Können ja nichts tun. Vielleicht geht auf irgendwas Dummes, ja? Und der Bizarro-Raum hatte noch gewirkt, oder? Überraschung, Überraschung. Zum Glück haben wir was Ordentliches eingesetzt und nicht Superschall oder sowas. Zaplardin Elektro. Hat der schon Schwebe? Weil die, ja, also die Endentwicklung kann nicht von Bodenattacken getroffen werden, ne? Wir sind auf jeden Fall schneller, gehen auf Aufruhr. Und er macht guten Schaden. Ja gut, Tackle wird jetzt reichen. Naja, gut, das ist klar. Das ist klar. Aber Zapladin ist schon ziemlich angehittet. Gehen wir wieder auf den Rainer. Und der könnte das hier, denke ich, reißen. Ne?
Grasmixer. Sollte eigentlich, ne? Bei so wenigen KP, die noch übrig sind, reicht das. Nice. So, haben wir ihn besiegt. Den Florian. Ah, das Pokémon Center ist auch am Start. So, wie gegen wie viel? Sieger am Stück 1. Waggon Nummer 2. Ja gut, wir können hier... Gut, wir sind jetzt am Ende des Parts angelangt, ne? Sehr interessante Geschichte hier. Wir gehen jetzt erstmal auf... Zurückziehen. Was habe ich jetzt? Nein. Okay. Ich wollte eigentlich raus. Ich habe jetzt dummerweise auf Waggon 2 gedrückt, ne? Die Steuerung macht einen auch manchmal wahnsinnig. Ja gut, dann... Vorschüler Klaus, Alter, was ein Name. Was hat er jetzt hier? Ah, hier. Lil Mini. Ist auch wieder denkbar schlecht. Mit Boden hier reinzugehen. Na, aber was willst du machen? Wir haben noch ein Wasser-Pokémon, das ist genauso bescheiden. Und gegen mit Pflanze, das könnte vielleicht Käfer drauf haben, ist genauso beschissen. Ne? Wir sind immerhin schneller. Ein Schlitzer, vielleicht ein Volltreffer. Nein, noch nicht. Ja, das ist so klar. Zauberblatt hier. Aber vielleicht halten wir das aus. Mit einem KP, ja. Komm, Schlitzer, Volltreffer. Gönn. Gönn dir. Nein, leider nicht. Gut, geht er down. Soll er machen, wie er denkt. Wir haben noch zwei Pokémon. Eins davon würde ich jetzt hier auch nicht unbedingt reinschicken. Wasserboden ist ja gleich doppelt kacke, ne? Lassen wir das den Rainer machen. Ob Tackle? Tackle könnte reichen, ne? Tackle könnte reichen hier. Jawohl, das reicht. Erstes Pokémon besiegt. Ja, aber da kommt noch ein bisschen was. Was schickt er denn jetzt rein? Zorua. Unlicht. Okay. Grasmixer. Schmarotzer. Macht aber auch heftigen Schaden. Und das Ding ist vor allem schneller, ne? Okay. Oh, nice. Volltreffer. Ciao, Junge. Ciao, ciao, ciao. Was steht da jetzt rein? Wie heißt das? Quabbel? Quabbel. Du bist aber ein Wasser-Pokémon, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Komm, muss auch mal sehr effektiv laufen hier. Das ist sehr effektiv. Und wie viel hält denn das Ding bitte aus hier? Blutstrahl sollte okay sein. 9 KP noch. War ein Volltreffer, alles klar, ne? So, Grasmixer reicht hier nicht ganz, es sei denn Volltreffer. Nee, doch, hat einfach mal random gereicht. Alles klar. Ja, haben wir Waggon auch. Waggon 2 auch. Wie viel GP bekommt man denn jetzt hier? Steht das irgendwo? Oder bekommt man erst GP, wenn man komplett die Reihe durch hat? Nein, wir wollen es jetzt zurückziehen. Reicht jetzt. Ja. Zurückziehen. Interessante Geschichte. Bekommt man dafür jetzt was? Speichervorgang nochmal. Könnte sein, dass man hier wahrscheinlich 7 Gegner in Folge... Ja, man muss ja wahrscheinlich 7 Gegner in Folge besiegen, damit man hier GP bekommt, so wie es im Duellturm ist. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Aber ja, jetzt nicht. Ja, es ist eine interessante Spielerei, wirklich. So, da waren wir auch in der Kampfmetro. Im nächsten Part machen wir noch die restliche Stadt von Rayono City. Ist nicht mehr ganz so viel. Und dann geht's auf nach Route 5, nach Maria City. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.